Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Wolfenstein The Old Blood in der deutschen Edition hier auf meinem Kanal, immer mittwochs. Mittlerweile in der Folge 5 müsst wir sein. Ja, letzte Folge, kurzer Rückblick, was haben wir denn da erlebt? Wir haben einen riesengroßen Roboterhund kennengelernt. Wir sind mit dem Messer attackiert worden in einer wilden Stecherei. Ja, und dann hatten wir eine tolle Bootsfahrt am Ende. Das war richtig gut. Ja, und da werden wir jetzt auch fortsetzen. Lasst uns gleich direkt reinspringen, nicht ewig rumsabbeln. Auf geht's. Ich glaube, die Bootsfahrt geht weiter. Ja, Mann, das ging richtig ab in der Folge 4. Hey. Ja, der Jäger. Und Kommandanten mussten wir ausschalten, genau. Und da habe ich mich angestellt wie der erste Mensch. Habe nicht gesehen, dass da noch ein Kommandant irgendwo rumstand und habe mich gewundert, warum der ständig Verstärkung geschickt hat. Auf geht's. Fortfahren mit E. Kapitel 2, Docks. So, da sind wir. Hier ist am Ende der letzten Folge irgendwie eine Ratte abgehauen. Das weiß ich noch. Die war voll niedlich. Ja, Akimbo-Rohr. Können wir auseinanderziehen und zusammenstecken. Ich weiß. Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Ey, sag mal, wie habe ich denn das Waffenrad gemacht? Wo konnte ich denn das? Alles klar, so war's. Ja, jetzt sind wir wieder drin. Hier ist unser schweres Maschinengewehr, die Gatling da vorne drauf. Und ich vermute mal ganz stark, wir können ja eh nichts anderes mehr machen, außer loszufahren. Ja, dann. Auf geht's. Ball da umlegen und gleich wieder ans Gewehr. Weil ich glaube, hier wird's gleich wieder böse, dreckig, blutig. Keine Sorge, Wesley. Ich habe einen Plan. Ich gehe in die Festung, töte jeden verdammten Soldaten, befreie dich. Und dann machen wir uns aus dem Staub und kontaktieren Kessler im Dorf. Ich sehe dich gar nicht! Noch einer. Ich komme nicht hoch. Ich kann nicht hochzielen. Verdammt. Ich kann da nicht hochzielen. So ein Mist. Das geht jetzt nur gut los hier. Einmal nachladen, bitte. Und gleich wieder einsammeln. Sag mal, wo schießen die denn noch? Wir wollen also in die Festung. Was? Da wieder eine Granate geschmissen. Ich hau das Rohr auf den Kopf, Junge. Bin's wohl. Nachladen. BJ, da hinten ist nochmal... Alles klar, da kommen sie. Jetzt mal lieber gelassen. Schmeißerei. Da hätten wir sie auch sprengen können. Ja, limitiert. Das sind wir voll... Aber die Helme kann ich einsammeln noch, dass wir wieder ein bisschen Panzerung haben. Ich wollte ja eigentlich gerne die Panzerung da am Anfang mitnehmen. Die habe ich ja voll verpennt. Da war ich noch am Sabbeln sinnlos. Habe ich die mal total übersehen. Da ist noch was. Okay, Gesundheit. Ja gut, Gesundheit ist jetzt nicht so prickelnd. Was noch? Helme? Gesundheit? Naja gut, overpowern. Munition haben wir voll. Oder? Kann ich nachladen? Ah, ich konnte nachladen. Alles klar, jetzt sind wir voll. Mit ihren Schnuffis hier. Wahrscheinlich müssen wir da rein. Ah, hier geht's weiter mit dem Boot. Oder was? Können wir hier weiter Boot fahren? Da ist eine Karte. Die nehmen wir mit. Karte der Burgdocks. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob man hier was finden kann im Wasser. Man kann ja hier rein. Also umsonst ist das... Ich ja eine Gewicht, wenn ich da dran komme. Nee, sieht nicht so aus. Und
ob der BJ, wenn er schwimmt, hier Luft holen muss. Das würde mich mal interessieren, ob er irgendwann anfängt rumzuzaubern. Weil jetzt im Moment sind wir die ganze Zeit am Tauchen. Scheint die gar nicht zu stören. Ich überlege gerade, ob. Also, ich will einfach nur gucken, ob es hier sowas wie Secret gibt. Da liegt doch was. Ja, das ist aber nur Munition. Limit erreicht. Ist ziemlich unübersichtlich hier und ziemlich trübe. Aber vielleicht gibt es ja was für. Oh! Ich glaube, der kriegt gerade keine Luft mehr. Also, es wird dir da nichts angezeigt, aber er hat angefangen und die Sicht wurde immer schlechter. Das kann natürlich sein. Okay, ist da hinten hier, hängt da ein Soldat rum oder was ist das? Ja, den haben wir da irgendwie ins Wasser geschossen. Ich glaube, der ist vorhin irgendwo da runtergefallen. Er schwimmt aber komisch. Ich glaube nicht so vorgesehen, dass ich hier nachschaue, was die so treiben. Er hat so den Wasserschimmer, den hat er ein bisschen irgendwie schwebend. Nebel. Er hat Nebel um sich gebaut. Ja, komm raus jetzt hier. Ich glaube, hier ist nichts. Das ist nicht so vorgesehen. Es hätte ja sein können, dass irgendwo ein Secret versteckt wäre hier. Oder vielleicht ist sogar eins da und ich bin einfach wieder zu blöd. Aber eher nicht. Ich glaube, das wäre schon ein bisschen auffälliger dann. Dann gehen wir da raus. Ja, und dann gehen wir in die Burg rein, ne? Entweder hier. Oh, da drüben sind noch Helme. Die nehmen wir mit. 5-mal Rüstung pro Helm. Viel ist es nicht. Öffnen auf der anderen Seite. Alles klar. Ich meine, ich bin mir sicher, der meint nicht diese Seite hier. Ich meine, dass der. Naja, deswegen müssen wir Boot fahren. Habe ich mir schon gedacht, jetzt will ich mal was kurz testen. Okay, die hätten wir auch zerschießen können. Die wären natürlich besser gewesen zum Zerschießen. Naja. Geh doch den Stahlhelm. Jetzt so. Nix hier Limit erreicht. Dem haben wir wieder den Kopf zerschossen. Ja, wo ist das Boot? Da ist es. Da müssen wir drauf. Auf geht's. Eine Bootfahrt, die ist lustig. Eine Bootfahrt, die ist schön. Wir bereiten uns mal vor auf ein weiteres Gemetzel hier. Ich weiß aber nicht wieder hier zurück, oder? Gib mir jetzt das Ding da! Verdammt, das geht nicht. Ich kann das gar nicht holen. Ja doch, jetzt. Ich kann da nochmal raus. So, jetzt. Jetzt sind wir wenigstens bei 80. Das ist noch mehr. Noch viel mehr. So, Munition sind wir voll. Ja, mehr kriegt man nicht. Mehr kann man nicht mitnehmen. Oh, Signal entdeckt. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, wo hier irgendwelche. Das ist natürlich jetzt mistig. Kann ich eigentlich. Wo ist denn mein Messer? Mit dem Messer kann ich doch bestimmt auch lautlos töten. 40 Meter und 31 Meter ist wieder Signal. Also das heißt, da rufen sie Verstärkung, wenn ich aufgeflogen bin. Ja, in geheimer Mission. Was? Bombenschussmunition? Was ist denn Bombenschussmunition? Ist das für mein. Für die Kampfpistole 7? Wahrscheinlich. Ich glaube, den sollten wir jetzt. Ich glaube, hier ist wirklich gewollt, dass wir vielleicht mal so eine kleine Schleichpassage machen. Jetzt fehlt mir hier so ein bisschen. Nicht das. Mit Alt kommt man. Ah, da. Ich glaube, da hinten läuft er. Ist der da oben hier? Ganz hinten, wo ich gerade drauf visiere. Ich glaube, das ist der Kommandant. Ich denke mir, dass ich den vielleicht als erstes ausschalten muss, einmal, damit er keine Verstärkung holen kann.
Ja, der kommt nämlich gelaufen. 15, 14, 13 Meter, 12 Meter. Ganz oben rechts seht ihr das. Blind ist er auch noch. Sieht mich nicht, ne? Das ist nur... Ist ja nur einer. Nein, nicht da runterfallen. Was machst du mit dem Video? Oh Mann, du nimmst immer hoch, du Trottel. Oh, oh, dümmer kann man sich ja nicht anstellen. Was mache ich denn? Sind wir gleich mal voll verkackt hier. Ich wollte eigentlich davon rumlaufen. Jetzt läuft er wieder weg. Läuft der da wieder hoch, der Kommandant? Das sieht so aus, ne? Oh, ich habe eine neue Knarre. Neue Waffe, Bombenschuss. Was ist denn der Bombenschuss? Also ich bin gespannt. Ich hätte ja gesagt, wir holen uns jetzt den da, wenn der wieder zurückkommt. Oh, der läuft aber komisch. Was? Nix da, was? Halt deine Klappe. Oh nein, ich hab's verkackt. Alarm, ich brauche Verstärkung! Bestätigt, ein Trupp ist unterwegs, Kommandant. Oh, Mann. Hab ich's wieder verschissen? Ich Trottel. Jetzt muss ich den Idioten kriegen da oben. So, der holt keine Verstärkung mehr. Ich glaube, ich habe ihm ins Kreuz geschossen. Wächst es gar nichts mehr, Bräunchen! Alter Verwalter, ach du Scheiße, die hat ja richtig weggemetzelt! Heidenei! Ach du grüne Neune! So, ihr habt's nicht anders gewollt! Ihr habt's nicht anders gewollt. Ach du Scheiße. Den hätte ich vielleicht mal gleich nehmen sollen. Darf ich vorstellen, BJ Blaskovic. Ich brauche ein bisschen Munition hier noch. Und Helme. Da sind wir voll mit, okay. Aber eben noch eine Rüstungshelm angezeigt. So, Ruhe hier im Karton, du holst keine Verstärkung mehr, du Penner. Eigentlich wollte ich das mal leise probieren, aber das hat demnach nicht funktioniert gerade. Die Mucke ist gut. Mit dem Teil kannst du halt nicht rennen, ne? Das ist das einzige Problem. Okay, mit der sind wir jetzt definitiv voll. Ja, wo müssen wir denn weiter? Ich glaube, hier laufen wir im Kreis. Ah, haben wir den weggeniedet hier? Können wir wohl aufbrechen, ne? Da könnte es weitergehen, aber ich will wissen, was ist denn hier? Was ist da? Geht's da noch weiter oder nicht? Lass uns da nochmal hingehen.
Ah, das ist draußen auf dem Wasser. Sehe ich das richtig? Nee, ist nicht. Ja, doch. Das ist der Anfangsbereich, wo wir hergekommen sind. Ich habe hier noch 163 Schuss. Das ist nicht mehr so viel, ne? Die machen wir jetzt noch leer hier. Gucken, was in den Kisten ist. So, jetzt ist sie leer. Und überall nur noch... Ah, ich bin komplett voll. Na, das hätte ich mir sparen können. Naja, Hauptsache wir haben mal Krach gemacht. Jetzt holen wir uns aber noch die hier vorne. Weil die ist noch voll. Hoffe ich. Wenn ich die jetzt mitnehme, wie viel Schuss hat die noch innen drin, ne? 250, wenn du sie abnimmst, wenn du sie einhängst, dann wird sie wieder voll gemacht. Alles klar. Dann nehmen wir uns die mit, die ist voll. Und dann gucken wir mal, was hinter der Tür ist, wenn ich die aufmache. Ich hoffe, ich kann die Knarre damit reinnehmen. Weil die ist ja schon böse. Ah, hier liegen Dokumente. Die hat die voll verpennt. Nochmal Plan. Den nehmen wir mit. Ein Schlüssel. Aha. Der typische Schlüssel aus Wolfenstein, den du brauchst, um aus den Leveln zu kommen. Den hätte ich hätte eh nochmal hier lang gemusst wahrscheinlich, um hier reinzukommen. Ja, machen wir mal auf, ne? Kann ich da außen rumlaufen oder muss ich da runter? Ich habe so ein dummes Gefühl, dass ich da runter muss. Oder ich kann drüber springen. Leg mal das Ding ab. Schmeiß mal weg das Ding, mit der kannst du springen. Alles klar, hier kommen wir noch. Ja, da ist Gold. Da ist das Gold versteckt. Habt ihr das gesehen? Ja, ja, immer hüpfen. Aber die nehmen wir schon mit hier. Also wenn ich jetzt da runtergehe und ich nicht weiß, was kommt, dann brauche ich ordentlich was, was richtig metzeln kann, bis es leer ist. Also, ich legte im Bett neben diesem Mädchen und... Was? Du hast im Bett gelegen. Nicht gelegt. Legen, liegen, wo ist der Unterschied? Du legst Eier. Du liegst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Willst du jetzt die Geschichte hören oder nicht? Die Sprache richtig zu können ist wichtig. Warum hackst du ständig auf jedermanns Grammatik rum? Weil ich an die Erhaltung unserer wunderschönen Sprache glaube, damit wir nicht der Barbarei verfallen. Na, dann erzähle ich die Geschichte eben nicht. Ich sag ja nur, wenn wir... Ach, halt die Klappe! Also ich glaube, jeder, der mit der deutschen Sprache irgendwie so ein Problem hat heutzutage, also, ich weiß nicht, jetzt haben sie das da, deswegen, so muss man hart auf hart machen hier. Ihr wisst nicht, mit wem ihr euch anlegt hier, mit Gittlingmeister Hausen. Dieser Geruch. Wie in dem Sumpf daheim bei Johnsons Hof. Tote Pflanzen und modriges Holz. Alles klar, wir müssen unten rein. Haben wir irgendwo noch so eine Bombenschussmunition? Ich glaube nicht, gell? Da unten können wir das fette Ding dann nicht mehr nehmen. Leider. Ihr Regimewerken! Ihr habt's verdient, ihr habt's voll verdient! Oh, ich brauche keiner. So, jetzt ist sie leer, die Kiste. Ah, da guck an, da war Bombenschussmunition. Bin ich irgendwie selber verletzt, dass ich das jetzt aufheben konnte? Verstehe ich nicht. Also die Bombenschussknarre, da bin ich echt mal gespannt. Was das Ding kann. Mit der habe ich 30 Schuss nur. Echt jetzt? Das ist aber nicht viel. Kannst du auch maximal nur 30 mitnehmen, wie es aussieht. Ja, jetzt muss ich wieder gucken hier, dass ich ja nichts übersehe. Verfluchter Mist und alles, was leuchtet, will man mitnehmen. Die Helme sind Blödsinn. Kann ich nicht tragen. Lebensenergie ist auch alles gut. Ich will nur, dass ich nicht wieder wie am Anfang so ein Level da verpenne.
Aber das ist nicht, hier ist nicht gewollt, hier ist nichts. Alles gut, also hier geht es doch runter. Hä? Du hast da gerade was gehört? Ich höre schon Stimmen, wo keine sind. So, dann nehmen wir unser Akimbo-Rohr und dann gehen wir mal wieder hier in den Untergrund. Aber ich glaube, da ist vielleicht besser mit der Schallgedämpften. Einfach. Nein! Was jetzt? Hucht! Ist mir fett ins Wasser gefallen? Da gibt's Gold. Gold bin ich immer dabei. Jetzt geh raus da, BJ. Hallo, warum komme ich nicht da raus? Ist das hier so eine Kletterpassage jetzt oder was? Boah, das macht ihr nicht wirklich mit mir. Ich muss jetzt nicht hier drauf hüpfen, da drauf hüpfen und danach. Ey, das wollt ihr nicht von mir. Ich bin doch hier nicht bei Super Mario. Ey, Mann, wollt ihr mich veräppeln? Ich kann sowas gar nicht. Boah, ich hab's gewusst. Wie lang? Ah, nee, wir können. Ach so. Ah, ja. Aber da hinten ist Gold. Nee, jetzt bin ich angefixt. Ich hab's ja gesehen, das Gold. Das, ich glaube, ich komme da nur so hin. Das will ich schon haben. Weil hier können wir ja raus mit den Rohren. Und ich vermute mal, wenn ich von da oben rüberspringe, dann kommt ganz Gold. Anders komme ich nicht hin. Oh, ey, bitte. Jetzt, oh, ihr denkt an die Timestamps unter den Videos bei mir. Ich mach die ja immer. Was war denn das? Mann, BJ, du sollst hier nicht den übelsten Hürdenläufer machen. Du sollst da drauf springen. Ich muss auf das da oben. Anders komme ich da nicht hinten. Oder kann ich da oben lang laufen? Ja, und wenn ich da oben lang laufe, dann vielleicht da drüben mich durchschlagen. Ich muss auf jeden Fall irgendwie da runter. So hier werde ich es nicht schaffen. Also wer das schafft, der ist Super Mario. Echt, also ohne Mist. Überhaupt schon auf der ersten stehen zu bleiben, ist ein, das wird nichts. Das ist nicht, das, so ist das nicht gedacht. Also wenn sie das so wollen, dann können sie mich mal kreuzweise am Tüffel tuten. Dass ich von dem Ding da rüberspringen muss. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall ist hier Gold. Ich will das haben. Goldrausch. Ja, das ist, Mist. Dann gehen wir halt jetzt erstmal hier im Akimbo-Rohr hoch. Komm. Ja. Das weiß ich doch. Halte links. Alt gedrückt. Was? Alt links gedrückt? Um die umzuschauen. Kann ich den ausschalten direkt? Hängend an der Mauer lagen wir auf der Lauer. Okay. Alter, was ist das denn hier? Voll die Gruft? Die unteren Katakomben? Haben die uns tatsächlich... Ah, die haben sie nicht. Karte der Katakomben? Ich will auf jeden Fall das Gold haben, egal wie. Also da will ich jetzt hin. Was sagt denn der mir nur mit Limit erreicht? Liegt hier, ach, da liegt der Helm rum. Hier kommen wir doch bestimmt zum Gold. Du hast einen geheimen Bereich entdeckt? Echtes? Boah, ich will den zwei Hände haben. Gib mir das Schwert, bitte. Ich will hier mal Skyrim-like mit noch Metzeln. Ja, das wäre echt doch witzig, aber das geht nicht. Ah, ist das Gold? Alles gut? Das war der geheime Bereich, demnach. Okay, wir hätten dann... Aber das ist ja nicht umsonst. Du kannst es... Wir können es ja trotzdem zerschlagen. Das heißt, man hätte auch irgendwie anders vielleicht noch hierher kommen können. Aber mit einem Sprung von da hier rüber. Ja, wer das schafft. Halleluja. Also, Hut ab dann. Der hat es dann echt drauf. Nicht so wie ich hier. Ja. Wir hatten einen geheimen Bereich entdeckt. So, geradeaus waren wir auch noch nicht gucken, oder?
Der hat auch so zwei Händler, gell? Ich will hier nichts übersehen. Überall reinklotzen, irgendwo ist dann wieder ein Schlüssel oder so ein Scheiß, den ich brauche. Oh, das hat nicht gereicht. Habe ich ihn am Helm nur gekratzt eben gerade oder was? Ja, wo gehen wir jetzt lang? Wir können rechts und wir können auch geradeaus. Ja, verdammter Mist. So ein Scheiß. Ja, was machen wir jetzt? Ich gucke erstmal links. Man soll ja eigentlich immer rechts gehen, gell? Wenn man nicht weiß, wo lang. Nicht immer rechts halten. So war das früher immer bei den verwirrenden Spielen. Was? Wer hat mich denn jetzt gesehen? Also wer zum Geier hat mich denn... Nein, nicht beide. Wer zum Geier hat mich jetzt hier gesehen? Ich habe keinen gesehen, überhaupt keinen. Ah, da oben! Du Miesling, du Elender! Schieß dich runter von deinem Torarm, Junge! Also so ein bisschen komme ich mir vor wie in Glorious Bastards hier. Oh, da ist... Ist das ein Scharfschütze da oben? Das ging jetzt ganz schön knapp vorbei hier. Da muss noch einer sitzen da oben. Da ist er ins Wasser gefallen. Ja, jetzt können wir uns auch die Munition wieder mitnehmen. Die Helme. Gib mir deinen Helm, Junge. Gibt's ja nicht. Ich brauch den. Du nicht mehr. War da nicht noch einer hier irgendwo? Nee, es war nur der eine, gell? Na doch, hier, sag ich doch. Helm. Herr mit den Helmen. Herr mit der Munition. Sind wir wieder bei 80? Ah, das war der geheime Bereich, aber ich glaube, da war kein Helm mehr, oder? Weil hier war niemand... Oh, doch, da vorne liegt doch einer rum. Das ist der, den ich runtergeschossen habe, aber da komme ich jetzt nicht ran. Aufgeschissen. So, wie so eine Tunnelratte. Oh, hä? Drücke Mausrad 3, um Messer zu werfen. Messerwurf freigeschaltet. J. Der Messerwurf. Wenn du mehr als ein Messer trägst, kannst du Messer werfen. Stehst du zu nah an einer Wand oder vor einem Gegner, kannst du nicht werfen. Stehst du nah an einem Gegner, überwältigst du ihn stattdessen. Ah ja, okay. Mit einem Messerwurf kannst du Gegner lautlos aus der Entfernung töten. Mausrad 3. Mal Messerwurf, alles klar. Das sagt er mir doch bestimmt nicht umsonst. Brauche ich bestimmt gleich. Er ist mir ein bisschen zu weit weg, um das zu tun. Was haben denn die hier gemacht? Wieso hängen hier die Skelette an der Wand? Die sind doch nicht ganz dicht. Oh Scheiße, wie weit kommt denn der hierher? Kommt der jetzt hier? Es war ja so klar. Was ist? Nein, ich hab vorbeigespissen. Bleib stehen! Oh, wechsel doch die Knarre endlich! Mm.
oben ist noch einer. Ist doch gewusst. Wir sind voll verkackt jetzt, den Messerwurf. Der war ja mal richtig scheiße. Das Messer ist her. Ich will das nochmal probieren irgendwann. Her mit. Irgendwann werfe ich nochmal ein Messer. Was ist denn hier? Die Helme da oben. Guck mal. Hast du den Helm aufgesetzt? Komm ich da ran? Her mit euren Helmen. Die braucht ihr eh nicht mehr. Ich wechsle die Position. Da ist eine Granate im Maul. Boah, das ist alles so grell. Ich sehe hier kaum was. Da unten. Und den habe ich sogar gehettet vorhin. Saft, da ist noch ein Messer. Also dieses Vlies hier unten ist ganz schön verwirrend. Gibt es hier noch irgendwie einen Weg da oben lang? Also bestimmt. Die Treppen sind nicht umsonst. Ah, jetzt, hä? Zum Geier komme ich denn da hoch? Auf diese Planken, die da lagen. Da will ich drauf. Jetzt nicht zu weit weglaufen hier, Mann. Dieses Spiel schiebt mich schon wieder ganz woanders hin, wo ich eigentlich hin will. Mäuse? Ratten? Ist einer hin? Da ist Gold. Ha. Wieder Gold gefunden. Sammelbares Gold 13. Sag ja, ihr müsst euch überall umgucken hier. Das ist echt schlimm. Da oben sind auch Planken. Laufe vorwärts und drücke Umschalt links und Leertaste, um mit Anlauf zu springen. Das habe ich doch schon mal probiert. Das hat doch nicht geklappt. Außerdem sind das nicht meine Planken. Da will ich gar nicht hin. Ich will über diese Planken laufen. Da gibt es doch bestimmt... Du willst mir nicht erzählen, dass man hier hoch kann. Dass es hier tatsächlich hier so eine Jump'n'Run-Kiste gibt. Kann er nicht umsonst hier hochlaufen, oder? Wahrscheinlich finde ich da die übelste Rüstung oder das übelste Gewehr. Springe ich jetzt hier drüber? Das ist doch ein Vorsprung, oder? Was ist das? Kann das so schlecht erkennen hier? Das soll das Wand sein. Das ist Wand. Ich trau mich nicht. Da oben würde ich gern rein. Da kann ich hochlaufen. Aber komme ich dann auch noch dahin? Verflixt, Junge. Echt? Genau wieder unten. Diese Planken, die da waren. Warum komme ich dann? Ich will das wissen. Tunnelratte. Gib Gas. Tunnel Rats. Hier, da oben drauf. Da muss ich irgendwie kommen. Sehe ich hier schon wieder was, wo ich klettern kann eigentlich? Nee. Diese Kackplanken sind doch nicht umsonst da oben. Ja, BJ macht sich schon mal erst mit den Fingernägeln sauber hier, wenn ich so lange brauche. Ja, und bei denen da hinten war nichts, gell? Den einen hier weggeknüppelt. Was passiert denn, wenn ich hier... Kann ich hier überhaupt drüber springen? Das will er gar nicht. Ich kann hier gar nicht drüber. Geht das hier auch?
nee. Das ist jetzt, wir müssen da weiter, komm. Ich habe jetzt, aber irgendwie zur Zentrale. Bevor ich da hingehe, gucke ich hier hinten wieder rum. Ist doch gewusst. Fünfmal Bombenmunition. Hast du noch irgendwo Gold für mich? Zeig mir Gold. Nee, da ist nichts mehr. Schleiche, BJ, schleiche dich an. Ich habe drei Messer und ich werde sie benutzen. Na dra, irgendwie will ich da rein. Also. Ist aber so nicht gewollt. Ich glaube, die würden dir schon ein bisschen einen Hinweis geben. Obere Katakomben, Konzeptzeichnung freigeschaltet. Ja, wo kann ich jetzt mein Akimbo-Rohr hier nutzen? Ich sehe es nicht. Bin ich gerade doof? Hier. Und warum gibst du mir jetzt eigentlich die Pistole? Was ist denn das? Aber kein Alarmknopf oder so eine Scheiße. Ui, 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 ui. Ich möchte den jetzt mit dem Messer. Also, abwerfen mal. Komm schon. Die Frage ist, wie lange läuft der? Wie weit ist der jetzt schon gelaufen? Oh. Hör auf, BJ, mit dieser Scheiße immer. Das hat mich vorhin auch total wuschig gemacht. Und du dann angefangen hast, mit dem Ding zu spielen. So aus dem Hinterhalt können wir es doch werfen. Kommt der jetzt wieder hier? Mit dem läuft doch jetzt hier nicht ein 400 Meter Lauf oder sowas. Komm schon, mach deinen Wachrundgang weiter hier, so wie du neben gelaufen bist. Haha. Leise und tödlich. Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Müssen wir dir erst einen Gang bringen? Ah, da geht's dann weiter vielleicht da oben. Jetzt hole ich mir erstmal mein Messer wieder her. Steckt es in seinem Hintern, also ein bisschen drüber. Also weiter scheint hier keiner zu sein, war bloß der eine. Ja, dann. Und Gold ist auch nirgendwo, oder? Ich bin auf Goldjagd. Na. Nee, da ist nix. Also, weiter nach oben.
Die werde ich die Beine schießen können. Geht das? Kann man hier durchschießen? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob ich den von hier hätten kann. Wenn der zurückläuft, weil der funkt ansonsten wieder Verstärkung hier. Da gibt es wieder Krawall bis zum geht nicht mehr. Wenn das geht durch die Lücke, das wäre ja genial. Weil rot angezeigt hat er mir. Kann natürlich auch voll nach hinten losgehen jetzt, ne? Dass dann Vollgas ist hier. Aber ich würde es schon mal probieren. Komm schon, komm wieder zurück jetzt hier, du hässlicher Offizier. Meter ist einer entdeckt, ist einer versteckt. Jetzt kommt da natürlich wieder hergelatscht, ne? Wenn ich hochgehe, du Trottel. Wo ist denn der? Oh, versteckt sich natürlich hinter den Planken, dass ich von hier nicht schießen kann. So ein Bisser, Junge, echt. Oh, was ist denn jetzt mit dir? Es hängt der an dem Ding. Also BJ, manchmal gehst du mir richtig auf den Zeiger gerade. Ich wollte ihn durch diese große Öffnung jetzt hier wegknubbeln. Kommst du da hinten rum? Einer ist weg. Machen wir es halt so. Und der andere ist bestimmt wieder irgendwo, wo ich dann gleich auffliege hier. Der hat doch schon, hä, was gemacht? Der muss hier oben links sein irgendwo. Irgendwo hier oben ist er. Wo ist denn der? Auf 12 Uhr, geradeaus. Oh, da hinten kommt einer angelaufen. Ich glaube, der hat gesagt, hör was. Mach mal nicht. Hier links sein. Dieser scheiß Offizier ist ja irgendwo links. Ich würde ja gerne den ausschalten, bevor er wieder Großalarm schlägt. Ist der denn? Da liegt der Erste. Nicht. Das ist egal. Hinter dieser Wand irgendwo ist der. Hier ist ein Karabiner aufgenommen.
Bist du hier? Kapuzinermönch oder sowas? Ich weiß nicht, wohin soll. So, jetzt rufst du keine Verstärkung mehr, mein Freund. Schön, dass du mir genau in die Schussbahn gelaufen bist. Das ist toll. Aber da war noch einer. Hier unten ist noch einer rumgeschlawenzelt. Ich glaube, das war der einzige. Die Musik? Waren das alle jetzt hier? Ernsthaft? Haben wir sie alle weg? Können wir uns ja umgucken und sammeln, was alles noch rumliegt. Ja, was ich noch sammeln kann. Ich habe ja fast nichts vor den Sack gekriegt. Alles gut. Ja, dann vermute ich mal, geht es jetzt hier weiter. Artikel Museum der Verteidigung Kontinental Europas eröffnet kommende Woche. Ach, der Artikel, Mann. Museum der Verteidigung Kontinental Europas eröffnet kommende Woche. Nach der gescheiterten Invasion der Feindkoalition an der Küste steht unsere Armee nun vor der Eröffnung des ersten Verteidigungsmuseums. Die riesige Anlage erstreckt sich über drei Abschnitte, die durch eine eigene Untergrundbahn miteinander verbunden sind. Angeboten werden Touren durch die Bunkeranlagen, Truppenlager und die Strände selbst. 156.000 feindliche Soldaten starben bei dem Versuch, die Küste zu erstürmen. Lediglich einige Dutzend unserer Helden verloren ihr Leben. Die fehlgeschlagene Invasion wird von der Koalition der Aggressoren im Nachhinein als der letzte Sargnagel auf ihr bereits angeschlagenes Bündnis betrachtet. Über die kurze Bauzeit des Museums bemerkte der Museumsdirektor, es ist ausgleichende Gerechtigkeit. Das Museum wurde von den gefangen genommenen Feinden erbaut. Sie kamen hierher, um unser Land zu vernichten, doch am Ende bauten sie ein Denkmal in Erinnerung an ihre eigene Niederlage. Eieieiei, stellt euch vor, die Normandie-Landung wäre anders verlaufen, ne? Sage ich da nur. Das hätte keiner gewollt. Wie komme ich an das Gold? An einer anderen Seite, von einer anderen Seite öffnen. Ich will, dass da drüben ist Gold drin. Habt ihr da was schimmern sehen? Da unten, natürlich. Wenn ich da durchgehe, dann ist es ja wieder rum. Dann komme ich da nicht mehr rein, oder? Ist ja doch ein Geheimgang, den ich nicht gesehen habe. Ja, jetzt bin ich wieder fuchsig, gell? Das würde ich ja schon gerne mitnehmen da, das Gold. Den Artikel aber gelesen, ich will hier rein. Öffnen auf der anderen Seite. Ja, müssen wir wahrscheinlich doch hier durch. Oh je, jetzt muss ich wieder im Sprinter durch. Kriege ich das hin? Oh ja, das hat direkt funktioniert. Katalysiert Akimbo-Rohr. Hat er jetzt gespeichert? Ich habe nicht aufgepasst. Weil wir sind jetzt fast 50 Minuten. Wir sind bei 50 Minuten. So langsam sollten wir jetzt zum Ende.
Ach du Scheiße, es ist ein Sniper da oben. Ich hab ein Scharfschützengewehr. Ach, das ist also mein Scharfschützengewehr. Ah ja, wie gut. Tja, ich schieß besser als du. Alter, was haben wir denn mit dem gemacht? Dem hat's ja die ganze Seite weggerissen. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich bin gekriegt, wenn ich den da irgendwie so weggesprengt hätte. Öffnen an einer anderen Seite. Was soll denn das? Steht er an einer anderen Seite oder an einer anderen Stelle? An anderer Stelle? Hier oder was? Na gut. Einen noch. Können wir jetzt da drüben rein das Gold holen? Habe ich da was geöffnet? Ja, geht nicht mehr. Wir kommen nicht mehr zurück. Da geht's auch nicht weiter. Limit erreicht. Ich vermute mal, der hat jetzt hier gespeichert, wo wir das da aufgemacht haben. Hab ich jetzt gerade einen Hund hier knurren gehört? Hat wohl gut funktioniert. So hatte ich das gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass es klappt. Ja, das ging schnell. Schnell und dreckig und böse. Mit deinem Helm her, dass wir 73 Panzerung haben. Ah, hier ist doch noch ein Hebel. Ernsthaft, wieso habe ich das jetzt aufmachen können? Wofür ist denn das gut? Muss ich hier später vielleicht wieder raus? Der Weg ist versperrt. Die lassen sich bestimmt irgendwie öffnen. Ja, na toll. Die lassen sich bestimmt irgendwie öffnen, ja. Jetzt heißt es wieder hier, finde ein Rätsel raus. War ich ja gerade drin, oder? Hier bin ich hergekommen. Kann ich den Hebel kann ich nicht nochmal nutzen, gell? Nee, geht nicht. Da geht's auch nicht auf. Ja,
Ach, hier bin. Nee. Da bin ich ja hergekommen. Da war der Scharfschütze oben rechts. Also jetzt wird's langsam doof. Ich lasse dich bestimmt irgendwie öffnen. Ja, vielen Dank. Ja, Granaten haben wir auch so viel, wie wir tragen können. 3 Stück maximal. Ja, Scheibengleister, jetzt bin ich überfragt. Ich habe keine Ahnung, wo es hier weitergehen soll. Da hinten drin vielleicht, hä? Da ist auch Gold. Also hier müssen wir schon lang, glaube ich. Da ist noch mehr Gold. Boah, jetzt schwimmt doch mal ein bisschen schneller, BJ, Junge. Gibt's ja nicht. Man könnte denken, du hättest Waffen am Wanz, dass das so schwer ist. Aber das ist gar kein Gold. Alles klar, hier hat das Spiel gespeichert. Meine Lieben, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. 56 Minuten, nicht so viel Action wie in der letzten Folge, aber spannend war es, war gut. Mit Scharfschützengewehr, wir haben richtig was reingeholt. Wir haben Messer geworfen, ja. Ich frage mich nur, ob man das Scharfschützenteil hier da oben auch abklappen kann irgendwie, weil der holt das immer wieder vor. Naja, egal, hier geht's dann weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen hier, habt einen schönen Abend und ja, die internationale Folge folgt auf diese hier am Sonntag, aber natürlich dann gespoilert. Da weiß ich ja, was hier passiert ist. Nehmt mir das nicht krumm, aber es ist halt so. In dem Sinne, wie immer auf meinem Kanal, tschö mit Ö.